Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Ark. Ja, und bevor wir hier loslegen, theoretisch legen wir ja hier schon gerade los, ihr seht das. Nur noch kurze Info. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, auch wenn ihr mir vielleicht bei Facebook oder Twitter hin und wieder folgt und das lest, was ich da so hin und wieder poste. Letzte Woche gab es ja keine Folge. Arg oder auch sonst was, einfach weil ich ein bisschen krank war und man hört das vielleicht auch noch. Ich konnte auch nicht wirklich nachvertonen. Diese Folge hier hatte ich schon eine Weile da, aber es ging halt einfach nicht nachzuvertonen und hier muss ich einfach was dazu sagen. Ich kann wieder reden, klar, ihr hört das, aber es ist immer noch verschnupft und keine Ahnung, wie gut das jetzt hier funktionieren wird tatsächlich. Aber ich wollte jetzt auch nicht noch länger warten. Weil dann auch noch Weihnachten dazwischen kommt, Silvester und dann wird es sowieso nie. Deswegen guck mal einfach mal, dass wir hier das halbwegs hinbekommen. So, und was machen wir hier eigentlich? Ja, ihr seht das, wir versuchen mal wieder einen Quetz zu zähmen. Das ist ein Level 10er, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe mir hier sogar die Ghillie-Rüstung gemacht, damit ich hier in diesem heißen Gebiet das in Ruhe machen kann. Also das habt ihr gesehen, das hat gut funktioniert. Was wie immer ein bisschen kacke funktioniert, ist diesen Bodenquetz zu treffen. Jetzt hatte ich die Rückmeldung bekommen, aber er fliegt irgendwie erst mehrere Sekunden später dann mal weg. Was er eigentlich gleich hätte machen müssen, ja. Dann trifft man wie ihn wieder irgendwie überhaupt nicht, weil die Hitbox ein absolutes Grauen ist. Hat er wieder Anwandlung nach oben zu fliegen und man trifft ihn wieder nicht. Und hier sah man das Blut spritzen, aber keine Trefferpunktezahl hochgehen. Ja, also theoretisch getroffen ist es schon, aber es zählt nicht als Treffer. Das ist halt ärgerlich. Das Schöne allerdings, wie ich finde, ist, dass er jetzt tatsächlich so Richtung Stadt fliegt. Denn wenn er hier runterfällt, ist es meiner Meinung nach sicherer, als wenn man es natürlich draußen macht, wo die ganzen korrumpierten Dinos rumspringen. Und eigentlich hätte ich ja gehofft, dass er sich hier an so einem Hochhaus vielleicht auch festbackt, dass ich ihn in Ruhe beschießen kann. Oder hier unter dieser schrägen Decke. Bleibt mal da. Nee, da fliegt er auch weiter runter. Kann ich nicht beschießen, weil da eine Tapiaha hier im Weg ist. So, wo bist du jetzt? Hallo? Wieder nicht getroffen. Also es ist auch, wie gesagt, nur ein Low-Level-Quetz. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste der halt Level 10 sein. Das heißt, er braucht auch gar nicht so viele Pfeile. Ich hatte, glaube ich, 50 Pfeile oder sogar 70 eingepackt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Weiß nicht, was der Tabea jetzt hier für Unfug treibt. Wie gehabt, ja, beim Solo-Zähmen mit Tapiara, muss ich natürlich den Tapiara als Passagier steuern. Deswegen diese Pfeifgeräusche. Also wer das noch nicht vorher gesehen hat, man sitzt hier auf dem Passagiersitz des Tapiaras, bringt den in die Luft und dann muss man halt diesen Pfeifbefehl geben, dass er zu einer bestimmten Stelle fliegen soll. Ja, Level 10, jetzt habt ihr es gesehen. Damit er dem Quetz schneller hinterher folgt, muss ich auch hin und wieder mal auf dieses Ziel angreifen, pfeifen. Wie jetzt zum Beispiel. Und dann sprintet er ihm hinterher. Das klappt aber auch nur irgendwie bei jedem zweiten Pfeifen. Manchmal hat er dann nämlich auch die Anwandlung, einfach im Kreis zu fliegen. So, und dann habt ihr gesehen, dann greift er den Quetz natürlich an. Deswegen müsste ich eigentlich rechtzeitig auch wieder auf passiv pfeifen. Also das ist hier schon ein sehr Multitasking-lastiges Unterfangen. Jetzt haben wir nochmal wieder getroffen. Ihr seht die Schadenszahl.
Und jetzt habe ich, glaube ich, wieder den Kaviar getroffen, der sonst wohin fliegen möchte. Jetzt probieren wir das doch mal mit dem Angreifen. Passiv pfeifen und dann müsste ich ihn eigentlich gut beschießen können. Gleichzeitig muss ich natürlich auch wieder dem Tabeara die Richtung vorgeben. Wenn ich das nämlich nicht zwischendurch pfeife, hier dieses ständige dann landet er irgendwann einfach. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber das ist schon echt... Ich weiß, ich habe das auf die Island schon mal geschafft, ein Quetz-Solo zu zähmen. Und das fand ich jetzt in der Erinnerung her, würde ich sagen, war das so viel einfacher. Als jetzt hier irgendwie. Ich weiß nicht, was sich geändert hat. Ob ich einfach zu blöd jetzt geworden bin dafür. Aber man trifft den halt auch nicht wirklich. Also... Ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen, selbst wenn ich eigentlich einen tollen Körpertreffer hier schaffe, ich kriege die Rückmeldung nicht, dass es als Treffer zählt. Das heißt, ich verschwende Pfeile, gleichzeitig verliert er natürlich dann auch Torpor. Das war jetzt ein schöner Treffer, direkt in den Kopf. 126 kam da als Schadenszahl hoch. Kopftreffer wäre natürlich effektiver, aber das ist hier mit dieser Zähmethode natürlich alles andere als einfach. Gar nicht getroffen. Und der hat halt auch diese Anwandlung, da sonst wie zu fliegen. Und jetzt, der Tapiara macht jetzt wieder sonst was. So, jetzt haben wir ihn mal wieder getroffen. Gut. Aber mir kommt so vor, ich habe hier nicht auf die Karte geguckt. Aber ich würde sagen, vom Gefühl her sind wir hier wahrscheinlich bei Koordinaten 50, 50 in etwa. Und auf die Island war es früher auch mal so, dass sobald man ein Quetz zähmen wollte, die eigentlich schnurstracks immer Richtung 50, 50, also Kartenmitte geflogen sind. Das hatten sie dann später, glaube ich, geändert, dieses Verhalten. Aber hier auf die Extinction scheint das wieder so zu sein. Weil der permanent hier in der Mitte der Stadt rumgeflogen ist. Und ich würde nämlich sagen, dass das in etwa 50-50 auf der Karte entspricht. Wie gesagt, ich hatte nicht geguckt. Aber ja, prinzipiell wäre das ja eine gute Stelle, um den zu betäuben, weil es hier nicht so viele gefährliche Viecher gibt, die den dann angreifen könnten. Jetzt habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ist er jetzt hier irgendwo runtergekommen? Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem als Passagier. Den Tapiara steuern geht natürlich nicht beim Landen. Da muss ich erstmal sehen, dass ich jetzt als Kapitän sozusagen wieder auf... Ah, da oben fliegt er noch rum. Ist also noch nicht runter. Das heißt, ich kann gleich wieder... Naja, ich sehe gerade. Munition holen, neue... Schon wieder alles verballert. Ja, kleiner Shit. Munition haben wir geholt und dann geht's hier auch weiter. Ich bin wieder als Passagier auf dem Tabeara und dann, ja, dasselbe Spiel wie vorhin. Thank you.
müsste ich erstmal eine längere Hustenpause einlegen. Ist also alles nicht so ideal hier. Ja. Und ihr seht auch, dass hier mit dem Zähmen ist nicht so ideal. Es läuft irgendwie alles sehr bescheiden. So, und jetzt seht ihr das, was ich schon mal angesprochen hatte. Jetzt habe ich diesen Pfeif-Angriffsbefehl gepfiffen. Und anstatt den Quetz anzugreifen, fliegt der Tabiara sonst zu. Also, ne? Das kommt halt dann dazu. Dass das alles nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und das hat auf die Island zum Beispiel sehr gut funktioniert. Dieses Pfeifen, greife dieses Ziel an, dann passiv und dann kann man den schön beschießen. Und dann wiederholt man das ganze Spiel von vorne. Das ist hier irgendwie nicht möglich. Hier ist halt auch das Terrain schwierig mit diesen vielen Hochhäusern. Und ja, prinzipiell geht die Karte hier mehr in die Höhe natürlich als auf die Island. Das hat so ja, mehrere Etagen, kann man direkt sagen. Und die nutzt dieser Quetz auch wunderbar aus, habe ich das Gefühl. Der fliegt immer mal schön hoch, dann wieder runter. Und was jetzt auch dazu kommt, ihr seht, dass es blendet uns sehr. Vielleicht ist es euch aufgefallen, die Performance hier ist tatsächlich um einiges besser, weil, und das ist wieder sehr bizarr, typisch Arc, komischerweise läuft das Spiel bei mir besser, wenn ich hier diese ganzen Reflexionen anschalte. Ja, und diese Lichtstrahlen. Ja, wenn ich das alles anschalte, läuft es besser, als wenn ich es aus habe, obwohl die Logik sagen würde, eigentlich, ne, müsste es andersrum sein. Aber das erschwert das Zähmen natürlich auch wieder, wenn der gegen das Licht fliegt und man geblendet wird. So, und jetzt finde ich den wieder nicht. Wo ist er denn? Und halt als Passagier auf dem Tabiara hat man auch eine sehr eingeschränkte Sicht. Steuerung ist sowieso schon knifflig. Gucken wir mal, vielleicht liegt er ja doch unten bewusstlos mittlerweile. Ein Level 10er. Kann ja durchaus sein, dass wir den jetzt schon mal betäubt haben. Aha, Ameisen. Jetzt gleich mal absteigen. Die hacken jetzt alle auf Torpedo rum. Und Torpedo kriegt die nicht klein, ich krieg die nicht klein. Was ist jetzt hier los? Sein, dann flieg mal weg. Ja? Hat ja wenig Sinn. Okay, aber ich glaube, hier unten lag er schon mal nicht, der Quetz. Sehen hier nirgendwo liegen, aber er müsste ja dann, wenn er tatsächlich betäubt gewesen wäre, irgendwo hier unten rumliegen. Weil er fliegt ja dann, fällt ja dann ziemlich gerade runter. Da oben ist er doch, also ja, von wegen betäubt. Jetzt muss ich wieder landen, als Passagier aufsteigen. Jetzt kommen wieder Ameisen, das kann doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich immer noch dieselben wie vorhin. Und ich treffe die hier nicht. Das regt mich jetzt aber auf. So, also. So, der Pteranodon eignet sich doch dann gut hier. Da seht ihr nochmal, wie man das macht, damit man in die Luft kommt mit dem Tabiara. Und steigt als Passagier auf. Sagt ihm dann, er soll hier den Pteranodon zum Beispiel angreifen, passiv pfeifen, dann ist er aber in der Luft und er kann dann schön gesteuert werden.
So, das würde doch eine tolle Ecke sein, um dich zu verbacken. Machst du natürlich nicht und ich treffe auch nicht, obwohl ich direkt vor dir bin. So, jetzt haben wir hier auch wieder das Problem mit dem Blenden. Hey, ich habe mal wieder getroffen. Bin so stolz auf mich. Auch getroffen, okay. Draußen gibt es auch wieder Meteoritenschauer, oder? Zumindest klang es jetzt mal kurz so. Na, ich wollte jetzt unbedingt auf den Kopf schießen. Hab dann gar nichts getan. Ja, also draußen ist eindeutig Meteoritenschauer, aber hier in der Stadt sind wir davon sicher. Und ich glaube auch nicht, dass der Kretz jetzt Anwandlung haben wird, wieder nach draußen zu fliegen. Dem scheint es hier in der Stadt sehr gut zu gefallen. Hier kann er mich ja auch gut an der Nase herumführen. Das hier muss die Mitte sein, die 50-50-Kartenmitte, weil er hier einfach nur im Kreis fliegt, mal nach links, dann dreht er sich wieder nach rechts, macht mich fertig, jetzt sehe ich nämlich wieder nicht, wo ist denn diese kleine Arschmade hin, wenn ich den jetzt mal so nennen darf. Der ist mir nämlich schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Sehen wieder nicht. So, dann steigen wir noch mal ab. Torpedo dreht seine Kreise, meinetwegen. Aber dann gucke ich mal, ob ich ihn von hier sehe. Ich ein bisschen besseres Sichtfeld als auf dem Tapiaha als Passagier. Gucke ich noch mal so, weil ich wieder nichts sehe. Und da haben wir mal wieder einen Schnitt gemacht, damit ihr euch nicht das ganze Elend angucken müsst. Ich bin wieder als Passagier auf dem Tapiaha. Der Quetz flog natürlich immer noch hier rum. Von wegen Knockout und so. Betäubt. Und das Spiel geht wieder von vorne los, ja. Der verzweifelte Versuch, den endlich mal betäubt zu bekommen. Level 10, ja. Und das geht einfach nicht. Dreht hier der Tapiaha wieder sinnlos ab. Getroffen, juhu. So, und jetzt hat der Quetz auch wieder Anwendungen, schön nach oben zu fliegen. Das ist beim Verfolgen hier mit dem Tapiaha auch wunderbar. Ja, ihr seht das, wie man überhaupt nicht wirklich hinterherkommt. Den Angriffsbefehl brauche ich gar nicht probieren, weil das sowieso nur bei jedem zweiten Versuch klappt. Dass er ihm dann hinterher sprintet. Und ich treffe einfach nicht. Ich krieg das Blut sieht man spritzen. Also prinzipiell ist er getroffen. Aber solange halt diese
Schadenszahl nicht aufsteigt, zählt es nicht als Treffer. Das heißt, man verschwendet auch sehr viel Munition hier. Und man verliert die Geduld. Und überhaupt. Alles Kacke. Und dieses Pfeifen geht mir auf den Keks. Euch bestimmt mittlerweile auch. Kann ich nachvollziehen. Da, wieder Blut gespritzt, eigentlich getroffen. Genau wie jetzt. Jetzt mal Schadenszahl bekommen. Warum fliegt er jetzt so weit gerade? Jetzt hat er jetzt keine Hindernisse mehr. Na, jetzt dreht er endlich mal wieder um. Ich dachte schon, er fliegt jetzt schön raus in den Meteoritenhagel. Würde mich jetzt nicht überraschen, so wie das bisher alles lief. Ja, und wer da unten links schön aufpasst, der sieht, dass die Munition auch schon wieder knapp wird. Und da hatte ich mir halt zwischendurch schon neue geholt. Und ja, ich sag's nochmal, das ist nur ein Level 10er Quetz. Der braucht doch nicht so viel, wenn man treffen würde. Beziehungsweise wenn die Treffer auch als Treffer zählen würden. Klar, also sehr oft treffe ich auch einfach nicht. Aber auch sehr oft hat man den Fall, dass ich getroffen habe, aber es nicht als Treffer zählt. Da muss ich ihm ja förmlich direkt den Pfeil in den Hintern schieben per Hand. Ja, damit das als Treffer zählt. So, und ihr habt ja hier die das Zähmen insgesamt so als geschnittenen Vorgang. Wir sind jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, so bei 23 Minuten Folgenlänge. Im echten, als ich das hier gemacht habe, war es mindestens doppelt so viel. Ja. Und es sah halt auch nicht danach aus, als würde es demnächst besser werden. Dazu kommt, jetzt war der Quetz nämlich wieder weg. Ich sehe ihn wieder nicht. Haben getroffen. Sah jetzt nicht danach aus, als wäre ohnmächtig. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Halt auch, weil wieder so schlechte Sicht ist als Passagier auf dem Tapiara. Also bleibt wieder nichts anderes übrig, als hier irgendwie versuchen, halbwegs sicher zu landen. Und wieder als Fahrer sozusagen aufzusteigen. Das Tier selber zu reiten, um nachzugucken. Und jetzt will Torpedo nicht, dass ich jetzt halbwegs. So, guck mal nochmal, wo dieses blöde Vieh ist. Liegt es hier unten irgendwo? Das wäre ja super. Ich glaube da nicht ganz dran, aber gucken müssen wir schon. Aber nee, liegt er natürlich nicht. Hier oben fliegt er nämlich noch. Und dann hat es mir gereicht. Ihr habt das gesehen. Ich hatte die Schnauze voll. Ich hatte nämlich auch keine Ammo mehr. Ich habe einfach den Cheat und den geforce-taped. Hab den nach Hause geflogen. Dann blieb nur noch eine Sache übrig. Einen Namen zu vergeben. Und ja, mir fiel einfach nichts Besseres ein, als
meine Verzweiflung in Worte irgendwie zu fassen. Wir haben in Quetz, er ist gecheatet, aber meiner Meinung nach durchaus berechtigt. Wir können es ja irgendwann nochmal versuchen mit dem Richtigen, aber so nicht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und ja. Ich konnte einfach nicht mehr anders. Wir haben so lange dran gesessen, so viele Pfeile verschossen. Er hätte eigentlich locker betäubt sein sollen. Das hat mir dann einfach gereicht. Ja, also wir können es gerne nochmal in einem anderen Quetz später mal versuchen, nochmal den richtig zu zähmen, aber hier bei dem, ja. Wir können sowieso den Sattel noch nicht benutzen, deswegen, ja, ist sowieso die Frage, ob sich das gelohnt hat. Egal, ich sage an dieser Stelle einfach schon mal Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen. Da seht ihr das, den Sattel kann ich nicht. Was soll's. Also dann, macht's gut.